Moin zusammen, ich nehme euch heute mal mit. Wir füttern heute Morgen jetzt die Kühe und da zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Wir befüllen den Futtermischwagen immer mit dem Radlader und als erstes kommt jetzt Stroh rein, das ist fein gemahlen durch eine Mühle. Dann muss der Futterwagen umgefahren werden, dann kommt ein Gemisch aus Soja- und Rapsstroh und Gerste und Mais rein, den wir selber ernten und einlagern. Der wird auch gemahlen und gequetscht. Dann stellen wir den Futterwagen wieder um, stellen den Mischer an, dass der Futterwagen durchmischt. Dann kommt als erstes Grassilage rein. Die braucht ein bisschen länger zu mischen, deswegen kommt die unten drunter. Danach füllen wir dann mit Mais auf. Also die erste Schaufel Mais fahren wir immer mit zum Melassefass. Dann kommt Melasse rein, das ist wie Sirup, also das schmeckt den Kühen ziemlich gut und macht das Futter schmackhaft und attraktiv für die Kühe. Ja, dann füllen wir den Rest mit Mais auf. Und dann ist die Mischung fertig, dann mischt es durch, bis die passende Konsistenz erreicht ist für die Kühe. Jetzt bin ich hier auf dem Futtertisch. Die ersten Kühe sind jetzt gerade aus dem Melkstand raus. Und jetzt machen wir hier den Futtertisch sauber. Das heißt, die Reste von gestern werden zusammengefegt und die bekommen die Rinder zum Auffressen. Das ist ein bisschen leckerer als das Rinderfutter, deswegen fressen die das so auf. Und das ist kein Problem, wenn das jetzt gerade erst einen Tag alt ist alles. Und dann füttern wir gleich die Tour, die wir gerade zusammengemischt haben.